Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handpuppen unter der Lupe. Heute mit einem kleinen vorgezogenen Halloween-Special. Ich möchte euch die Hexe Granny Flintwood vorstellen. Die Hexe ist von der Firma The Puppet Company. Und ja, wie sie denn im Detail aussieht, was sie für Ausstattungsmerkmale und wie detailverliebt sie ist, das stelle ich euch in einer kleinen Nahaufnahme nochmal genauer vor. Schauen wir uns die Puppe jetzt mal im Detail etwas genauer an. Fangen wir einfach mal bei den Füßen an, beziehungsweise bei den Schuhen. Die Schuhe selber haben unten drunter keine Sohle, das ist genauso gehalten wie der Rest des Schuhs. Sieht ein wenig so aus wie Schlangenleder, ist in einem weinrotfarbenen Ton gehalten. Unter ihrer Robe trägt die Hexe eine Rüschenhose. Die kann man sogar ausziehen, ist nicht festgenäht. Unter ihrer Rüschenhose trägt sie, es sieht ein wenig aus wie Fell, fühlt sich auch so an, wenn man gegen den Strich streicht, dann merkt man das doch, dass es eine Art Fell ist oder Vlies ist. Ist in einem Schwarzton gehalten, sieht aus wie eine Strumpfhose und das passt zu dieser Puppe ganz gut. Die Robe selber ist in einem rot-braun Ton gehalten. An diese Robe selber ist nochmal angenäht ein Surcot oder wie das Ganze heißt. Ich bin kein Fachmann. Es ist auf jeden Fall eine Art offener Mantel, den die Hexe nicht zumachen kann. Ich zeige euch das nochmal hier etwas im Detail. An der Hexe selber ist auch noch ein Gürtel. Die Tasche stelle ich gleich vor. Dieser Gürtel hat einen kleinen Beutel. Dieser Beutel, der lässt sich allerdings nicht ohne weiteres abmachen. Das heißt, ihr müsstet diesen Knoten einmal lösen und dann könntet ihr diesen Beutel auch benutzen. Ja, kommen wir jetzt zu der kleinen Umhängetasche, die Hex hat. Die ist einmal oben an der Schulter, ist sie festgemacht. Wenn ihr das lösen wollt, dann könnt ihr auch die Tasche abnehmen. Ansonsten hängt sie immer an der Hexe dran. Die Tasche könnt ihr öffnen und wenn ihr sie öffnet, dann findet ihr diese kleine Katze mit den grün-blauen Augen, die etwas hervorstechen. Wieder sehr schön dieses Detail mit der Katze bei. Die Katze selber ist nochmal mit einem kleinen Bändchen in der Tasche befestigt, sodass ihr sie nicht verlieren könnt. Kommen wir oben mal zu dem Kragen. Da muss ich jetzt gerade mal gucken, wie ich mit meinem Stativ hier hantiere. Muss man die Hexe ein bisschen beugen, aber sie ist ja sehr gelenkig. So, was ihr hier seht, das gehört standardmäßig nicht zu der Hexe mit dazu. Das ist ein Knebelknopf, den ich angenäht habe. Normalerweise ist der Umhang hier oben mit einem Faden festgemacht. Wenn ihr den durchtrennt und so wie ich dann einen Knebel dran macht und eine Schlaufe an der anderen Seite, dann könnt ihr diesen Umhang sogar abmachen. Finde ich ganz praktisch, weil, ich zeige das gerade mal nochmal hier, der Umhang ist wirklich in einer sehr schönen Farbe gehalten. Das ist so ein grün-oliv. Finde ich besser, als wenn die Hexe so arg dunkel hervorsticht. Und dann schauen wir jetzt uns nochmal einen Teil des Gesichts an. In dem Klappmaul selber sind zwei Zähne. Einmal hier unten und einmal hier oben. Die Hexe hat noch einmal hier eine Warze an dem Kinn, das wirklich auch, ich zeige das nochmal an der Seite vom Profil her, das Kinn ist wirklich sehr schön ausgearbeitet und ausgepolstert auch. Es verliert nicht seine Form. Die Wangen sind auch sehr schön, wenn man nochmal von vorne schaut. Das passt alles. Dann die Nase, das ist eine Hakennase, wenn man so möchte.
Ist sehr schön. Hier oben ist auch noch mal eine kleine Warze drauf. Was ich mir gewünscht hätte, dass die Warze vielleicht in einer anderen Farbe ist, dass sie noch mal so ein bisschen hervorsticht. Wie das halt so bei Hexen sein sollte. Aber man kann natürlich auch selber ein bisschen Hand anlegen an die Handpuppe. Ich denke, mit Wasserfarbe kann man da gute Ergebnisse erzielen. Vorher am besten irgendwie auf ein Stück Vlies ausprobieren in einer gleichen Farbe, damit ihr seht, ob das auch wirklich funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ausprobieren und euch dann in der Videobeschreibung noch einen Kommentar hinterlassen. Ohren hat die Hexe auch, die sind sehr klein, aber das ist auch okay so, denn schließlich soll ja das Gesicht primär im Vordergrund stehen, mit der Nase und mit den Warzen und mit den Zähnen im Mund. Die Haare sind ja ungefähr 8 cm lang, 8 bis 10 cm lang, sind schön struppig. Leider fallen die, ihr seht das schon hier, fallen die raus, wenn man ein wenig daran zieht. Aber das ist normal, wenn die Puppe ganz neu ist. Der Hut ist sehr schön auch gearbeitet, der ist gut ausgepolstert. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist, dass ich überall so kleine Fädchen noch habe an diesem Hut. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen gründlicher sein können. An dem Hut nochmal selber, um darauf zurückzukommen, ist ein Hutband und eine Art Schnalle. Diese Schnalle ist allerdings aus einer Art silberfarbenen Kunstleder. Aber es macht dem Ganzen nichts. Es ist trotzdem ein sehr, sehr schönes Detail. Jetzt zeige ich euch noch den Eingang zum Klappmaul. Der befindet sich an der Rückseite zwischen den Haaren. Und das finde ich ein wenig ungünstig gemacht. Denn jedes Mal, wenn man in dieses Klappmaul rein möchte, zieht man ein wenig von den Haaren, die hier hinten befestigt sind, mit rein. Und das stört so ein bisschen vom Gefühl her. Das hätte man vielleicht auch noch ein wenig besser machen können. Ich zeige euch mal zum Vergleich eine andere Handpuppe. Und da ist es so, dass hier unten im Nackenbereich, dass da gar keine Haare mehr sind. Die Haare sind aber natürlich hier auch mit angebracht. Der Haaransatz beginnt in dem oberen Teil des Klappmauleingangs. Das hätte man vielleicht bei der Hexe ein bisschen besser machen können. Aber nichtsdestotrotz, das Klappmaul ist wieder ja ein wenig zu klein geraten, finde ich. Liegt aber auch einfach an der Gesichtsform. Wenn man sich das Gesicht anschaut, das muss natürlich auch irgendwie ästhetisch wirken. Ich hatte es in meinem anderen Video über das Klappmaul schon erwähnt, dass es ein wenig auch mit der Ästhetik zu tun hat und auch vor allen Dingen mit der Puppe selber. Was es für eine Puppe sein soll, wie die gestrickt ist, was es für eine Puppenart ist. Das Klappmaul selber ist sehr klein, ihr könnt das sehen. Lässt sich aber dennoch einigermaßen gut, oder was heißt einigermaßen gut, es lässt sich dennoch gut bespielen. Innen drin ist wieder eine Art Moosgummi, was das Abrutschen etwas mindern soll. Allerdings, wenn ich spreche, neige ich trotzdem dazu, dass meine Hände sich oben, ja, dass sie langsam etwas rausrutschen und ich bin dann geneigt, so nachzukorrigieren. Das sollte ich natürlich nicht machen, weil das unschön aussieht, also lieber mit der Hand der Hexe danach korrigieren und dann seid ihr wieder drin. Wenn ihr der Hexe ihre Ritualruhe berauben wollt, dann könnt ihr das machen, denn sie ist ausziehbar. Dann ist leider aber alles komplett ausziehbar, nur die komplette Ritualrobe mit dem gesternten Oberteil bzw. dem gesternten Zirkot ist dann ausziehbar. Da hängt leider alles zusammen. Die Schuhe selber sind auch nicht ausziehbar. Wie gesagt, die Rüschenhose ist ausziehbar. Wie das mit der Passgenauigkeit ist, von Kleidung der Firma Living Puppets oder der Firma Comquats, das kann ich euch leider nicht sagen. Wenn ich irgendwann das mal machen sollte oder wenn ihr das sogar schon ausprobiert habt, schreibt das doch einfach in die Kommentare rein. Ich werde das dann einfach in der Videobeschreibung nochmal anfügen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine vorzeitliche Halloween-Special
gefallen. Euch hat diese Hexe gefallen. Mir gefällt sie immer noch. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Handpuppenspiel. Happy Halloween bzw. ein schönes Samhain. Und wir sehen uns demnächst hier wieder. Bis dahin, ciao.